Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Nicht reden, sondern handeln. Mit diesen Worten sprach der Oberbürgermeister von Koblenz, Joachim Hofmann-Göttich, den über 2000 Demonstranten aus dem Herzen. 8 Bürgerinitiativen, darunter die Interessengemeinschaft Schutz gegen Bahnlärm und Erschütterungen und Pro Rheintal, hatten zu der Großdemo auf dem Bahnhofsvorplatz in Koblenz aufgerufen. Ihre Forderungen, wie dem Schutz vor Lärm, der Nachtruhe oder etwa auch vor Gefahrguttransporten, brachten die Teilnehmer der Bahnlärmdemo auf Plakaten und Transparenten, aber auch in umgetexteten Liedern von Jens Martinsen zum Ausdruck. Raus! Für den Lüge! Raus! Für ein leises Freikorps! Zu den Rednern in Koblenz zählten neben Landrat Dr. Alexander Saftig, Franz Breitenbach von der IG Schutz gegen Bahnlärm, auch der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel und nicht zuletzt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz. Frank Groß, der Vorsitzende von Pro Rheintal, betitelte den Bahnlärm als Geißel der Menschheit. Eine langfristige Lösung könnte laut Erwin Rüddel eine große Tunnelplanung sein. Doch auf kurzer Sicht müsse dennoch eine Möglichkeit geschaffen werden, den Lärm spürbar zu verringern. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.